Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Fabian Fröhlich und jetzt kommt ein richtig geiles Experteninterview mit dem Bastian Barami. Der hat ein paar Airbnb-Wohnungen auf der ganzen Welt verteilt, vermietet über Airbnb, komplett automatisiert und das erzählt er jetzt hier im Interview, wie das Ganze so abläuft und dabei erzielt er noch die dreifache Rendite wie bei einer normalen Vermietung. Ich bin auf jeden Fall gespannt und da kann man sicherlich einiges lernen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Bastian Barami hier zum Interview. Du machst ja so eine bisschen andere Investmentart im Immobilienbereich. Du machst so Airbnb-Vermietung und mietest selber und vermietest weiter. Erzähl vielleicht mal ganz kurz so ein paar Grundlagen zu dem Konzept Ja, und also grundsätzlich nennt man das Airbnb-Arbitrage, ne? Und der ein oder andere, der mich kennt, weiß ja, dass ich jetzt so als digitaler Nomade in der Welt unterwegs bin, und das mache ich jetzt eben seit mittlerweile 4 Jahren. Und je mehr man dann eben international unterwegs ist, desto mehr kristallisiert sich hinterher eben auch so ein bisschen raus, dass man eher so ein Konzept von Multilokalität lebt, ne? Dass man so seine paar Lieblingsorte hat, an die man regelmäßig zurückkehrt. Und so ist eigentlich der Wunsch, wieder eine eigene Base zu haben, sich aber nicht an einen Ort binden zu wollen. Letzten Endes ist da aus einem Luxusproblem die Business-Idee geworden, weil ich dann halt irgendwann nach 3 Jahren eigentlich nur in Airbnbs wohnend halt mir selbst die Frage gestellt habe, warum miete ich denn nicht selber, also long term, sodass auch so einrichten kann, dass es mir selbst gefällt, ne? Dass ich, es war am Anfang gar nicht so der Business-Aspekt, sondern wirklich, dass ich wieder mich heimisch fühlen wollte, weil du bist halt als digitaler Nomade und als Selbstständiger bist du natürlich dann in erster Linie Unternehmer und kein Backpacker. Das heißt, du brauchst schon so deine festen Routinen, irgendwie ein gewisses Umfeld, in dem du produktiv arbeiten kannst. Und das war dann eben so die Idee, dass ich dann halt meine erste Wohnung gemietet habe in Thailand. Jahresvertrag, den habe ich dann halt abgeschlossen, habe dem Vermieter eben auch direkt gesagt, ich bin arbeitsbedingt sehr viel international unterwegs und deshalb bin ich selbst nicht permanent hier. Und um doppelte Lebenshaltungskosten zu vermeiden, würde ich gerne die generelle Erlaubnis haben, die Wohnung ab und an unterzuvermieten. Ne? Denn unser Vermietungserlaubnis ist ja schon wichtig, aber natürlich, wenn ich jetzt zu einem Vermieter gehe und dem jetzt sage, hey, ich würde gerne einen Mietvertrag unterschreiben, um aus deiner Wohnung Geld zu schlagen, ne? Du kannst ja jetzt schlecht zu Würde das irgendwie Nein sagen, natürlich. zugefallen, ne? Weil dann fühlt sich der Vermieter irgendwie so, als willst du den, ja, als denkst du bist schlauer als er. Ne? In der Hinsicht bist du es dann vielleicht auch, aber letzten Endes ist es nicht das, worum es geht, sondern dass du dich mit dem Vermieter eben auch gut stellst. Und so habe ich dann eben angefangen, die erste Wohnung richtig nice einzurichten, so coole Deko-Sachen und sowas gekauft, weil die meisten Airbnbs sind eben sehr, sehr zweckmäßig eingerichtet. Je mehr ich dann halt, also ich hatte ja dann ein weiteres, okay, das erste Problem oder die erste Idee war dann eben gelöst, ja, dass ich dann eben meine eigene Base Wie alt habe. warst du da, als du die erste Wohnung gemietet? Wie alt warst du da, als du in Thailand die erste Wohnung gemietet hast? Es war Anfang letzten Jahres erst. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 33. Ja. Und dann war es so, dass ich natürlich jetzt irgendwie eine Lösung finden musste. Wie kann ich das Ganze denn jetzt, okay, andersrum. Die Idee war dann halt, die Wohnung unterzuvermieten, während ich selbst nicht da bin. Und je mehr ich dann halt mich damit auseinandergesetzt habe und je mehr ich in diese Airbnb-Welt abgedriftet bin, habe ich halt herausgefunden, dass es mittlerweile einen Haufen an Tools und Dienstleistern gibt, die es halt ermöglichen, das Ganze zu automatisieren und wirklich aus der Ferne zu steuern und das Ganze eben auch wirklich professionell zu einem Business zu machen, weil es in Amerika schon gang und gäbe ist. Nur selbst da macht es keiner so, dass man sich international Bases aufbaut. Halt Homebases, ja, um die Welt herum hat, die man eben stark gewinnbringend vermietet. Und dadurch, dass ich im Vorfeld die ganzen Jahre mit Amazon gearbeitet habe und Amazon natürlich eine algorithmusbasierte Plattform ist, liegt eben auch nahe, dass es bei Airbnb eben ganz genauso ist und konnte dann eben diese Parameter oder diese Dinge, die ich dann sonst bei Amazon angewendet habe, eben auch in Erfahrung bringen, wie das Ganze auf Airbnb läuft, um super gut zu ranken. So dass ich letzten Endes mit Wohnungen, die nicht mir gehören, wo ich echt nur ein bisschen Kapital brauche, um Wohnungen einzurichten, stark gewinnbringend vermiete. Und da rede ich dann im Schnitt von dreimal so viel, wie ich an Miete zahle. Okay, das ist auf jeden Fall eine stabile Rendite. Und eine Frage, die jetzt sicherlich kommen wird.
wenn man das so hört. Wie hast du den ersten Monat gemeistert? Also du musst ja direkt zahlen, Miete, brauchst Zeit zum Einrichten, 1-2 Monate und auch eine Sicherheit dem Vermieter gegenüber. Warum soll er dir den Mietvertrag geben? Du bist internationaler Dude und vielleicht bist du ja einfach weg dann. Ne? Nimmst einen Schlüssel mit und ciao. Ja, nee, letzten Endes ist es so, du unterschreibst halt diesen Mietvertrag für ein Jahr. Die haben eine Kopie von deinem Passport und sonst was alles. Also das ist... nicht überall ist das Mietrecht eben auch so komplex oder Leute so misstrauisch, wie das in Deutschland der Fall ist. Okay. Ja? Deshalb, die meisten Leute, die ich jetzt eben auch berate oder die, ich habe ja auch einen Kurs zu dem ganzen Thema gemacht, die ganzen Leute, die den Kurs gemacht haben, der Großteil macht das auch in Deutschland und das funktioniert in Deutschland eben auch sehr, sehr gut. Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, wenn ich auf Airbnb schaue, nach einem gewissen Ort und da gibt es haufenweise Airbnbs, ja, dann funktioniert das Modell eben auch da. Ne? Aber für mich war es so, jetzt gerade in Thailand, ich weiß nicht, ob du schon mal in Thailand warst, aber wenn ich da als Westler auftauche und sage, ich möchte einen Mietvertrag für ein Jahr unterschreiben, da musst du nicht ein Jahr im Voraus zahlen. Du zahlst halt 2 Monatsmieten Kaution, zahlst die erste Miete und das ist dann natürlich, weil ich das günstig auch als Case Study einmal austesten wollte, in Thailand war das dann eben auch sehr, sehr praktisch, weil das Leben dort eben auch günstig ist. Ne? Und ich habe halt die Monatsmiete von dem ersten Apartment, die liegt gerade mal bei 270 Euro im Monat. Ja? Mhm. Und dann habe ich halt für 2 Monatsmieten Kaution gezahlt. Und dann habe ich selber noch an, weil das glücklicherweise schon renoviert war. Ich schaue auch immer nach Apartments, die schon renoviert sind. Ich möchte jetzt nicht da anfangen, groß rumzustreichen oder Arbeiter zu beschäftigen, die dann halt das Ganze erstmal sanieren müssten oder sowas. Kann sich natürlich rechnen, je nach des Objektes. Aber dafür habe ich selbst eben unternehmerisch auch genug auf dem Tisch, als dass ich mich jetzt mit sowas noch groß rumschlagen müsste. Ne? Weil das Airbnb-Business halt nicht das Einzige ist, was ich mache, weil ich eben auch über Office-Flucht und über Public Speaking und sowas eben auch noch Income-Streams habe. Und dementsprechend habe ich dann in Thailand noch etwa 2.500 Euro an Mobiliar und sowas eingekauft. Ein paar Sachen waren schon drin. Und das gesamte Invest habe ich dann halt nach 4 Monaten oder nach 3,5 Monaten war das schon drin, weil ich halt unmittelbar nach Buchung die ersten Buchungen hatte und ich war halt 2 Wochen, nachdem ich aktiver Airbnb-Host war, für 3 Monate im Voraus quasi ausgebucht. Ich habe immer eine Buchungsrate von 87-100%. Und so rentiert sich das Ganze natürlich extrem schnell. Also heißt das quasi, wenn du so 270 Euro Miete zahlst, das sind Nebenkosten schon beinhaltet oder nicht? Mhm. Ja. Okay, und du nimmst dann nach Gebühren von Airbnb so ein Tausender rum ein? In Thailand ja, bei dem Objekt sind es etwa 900. Okay, und dann musst du von den 900 noch irgendjemand bezahlen, der das Ganze wieder aufbereitet, eine neue Decke überzieht und solche Geschichten, oder? Das ist das Ding. Du hast zum Beispiel, es kommt drauf an, wie lange die Gäste zum Beispiel bleiben. Denn in Thailand hat man unglaublich viele sogenannte Serviced Apartments, wo du an eine Wochenreinigung zum Beispiel inklusive... Dann mietest du dir einfach so eins. Genau, deshalb, je nachdem, wie du das jetzt eben verhandelst mit den Landlords, kannst du das dann eben auch so machen, dass du sagst, okay, ich stelle jetzt bei Airbnb beispielsweise Mindestaufenthalt 1 Woche ein. Das waren theoretisch nur 4 Gäste im Monat und hätte dann halt die Reinigung schon inklusive. So kann man das natürlich auch machen. Aber letzten Endes zahle ich da vor Ort an das Reinigungspersonal gerade mal 7 Euro für eine Reinigung der gesamten Wohnung, ne, weil die Lebenshaltungskosten und Gehälter dort eben einfach viel geringer sind. Und mein Alleinstellungsmerkmal, also warum ich so viele Buchungen bekomme, abgesehen von dem ganzen Airbnb-SEO-Part und wie ich eben mein Ranking verbessere, eben auch der Fakt ist, dass ich mehr verstehe, was Westler eben an einem Apartment wollen. Mhm. Ja, beispielsweise, dass ich dass es nicht einfach nur zweckmäßig ist, sondern dass es stylisch ist, dass ich halt ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe, zum Beispiel für Kunst, für tolle Bilder an der Wand. Ne? Mhm. Und nicht halt irgendwie viele haben gar keine Bilder an der Wand oder es sind halt so total kitschige Sachen und sowas. Und ich habe eben für solche Dinge Geld ausgegeben oder ich habe echte Pflanzen in meinem Apartment, weil wenn die Reinigungskraft. Genau. Und wenn die Reinigungskraft sowieso regelmäßig da ist, dann kann die auch genauso gut gießen. Und das gibt einfach direkt ein viel heimischeren Feel oder eine vernünftige Kaffeemaschine. So eine Siebträgermaschine habe ich in der Wohnung. Ich habe ein Smart TV mit Netflix und ich habe, was ja letztes Jahr wieder rausgekommen ist, so diese Retro-Varianten so von Super Nintendo und so. Das hat so diesen Nostalgie-Charakter.
Und das kommt dann auf den Bildern einfach geil. Und die Leute denken, selbst wenn ich mein Apartment für, keine Ahnung, 5 Euro mehr die Nacht oder sowas nur vermieten würde, und die ganzen anderen Apartments sehen vielleicht auch cool aus, allein so eine Kleinigkeit wie Netflix und ein Super Nintendo oder sowas, vielleicht nutzen die Leute es noch nicht mal, aber die Leute wollen halt immer das Maximum mitnehmen, was geht. Ja, ne? Klar. Wer weiß, vielleicht zocken wir doch eine Runde Mario Kart oder sowas. Ne? Klar, dann sehen die hier, das eine Apartment hat es, das andere nicht, dann nehmen sie das mit dem Extra-Feature. Und dieser Super Nintendo, der kostet irgendwie 80 Euro oder sowas. Ne? Den hast du dann ja in 2 Buchungen in der Regel, hast du den schon wieder drin. Ne? Und deshalb, das ist das Ding, dass international, insbesondere außerhalb Europas, Airbnb halt kaum professionell betrieben wird. Die Leute wissen nicht, worauf es ankommt, und die Leute wissen auch nicht, was man da alles an Arbeit automatisieren kann, an Arbeitsschritten, weil sich die Problematik für die nicht stellt, Zeit zu sparen, weil die in der Regel halt selber vor Ort sind und sich denken, ja klar, dann kann ich eben selber zur Wohnung kommen und selber putzen und selber die Gäste reinlassen, sowas alles. Und das war natürlich bei mir nicht gegeben, weil ich eben nicht immer vor Ort bin und nur vermiete, während ich selber nicht vor Ort bin. Ne? Und dementsprechend habe ich dann eben rausgefunden, was es alles für Tools und insbesondere auch in Hinsicht auf Kommunikation gibt. Denn es gibt zum Beispiel ein Tool, das nennt sich SmartBnB. Und was da super praktisch ist, ist, ich kann, also 90% der gesamten Fragen von Gästen sind eigentlich immer wieder die gleichen. Wie komme ich zum Apartment? Wie ist das Wi-Fi-Passwort? Was hast du für Restaurantempfehlungen und dergleichen? Und das sind alles Vorlagen, die ich erstellt habe, in multiplen Sprachen, je nachdem, von wo der Gast stammt, ja. Aus welchem sein Profil ist, wird das dann in der entsprechenden Sprache dann eben auch an ihn geschickt. Und da schicke ich dann halt bei einer Buchungsanfrage, wenn er jetzt zum Beispiel nicht direkt bucht, bekommt er einen gewissen Text. Wenn jemand direkt bucht, bekommt er dann eben einen anderen Text mit Anreiseplan, mit sehr exakter Adresse, Google Maps Link, Wi-Fi-Passworts, dann zum Beispiel 2 Tage vor Anreise bekommt er von mir nochmal eine Nachricht mit einem Link zu einem Video, weil, um das Ganze ein bisschen persönlicher zu machen, weil Airbnb ist ja schon eine persönliche Reiseerfahrung, normaler. Was ich gemacht habe oder was ich generell in den Apartments mache, ist, ich stehe im Apartment, lasse mich von jemandem filmen, wie ich die Leute in dem Apartment willkommen heiße und entschuldige, dass ich selber nicht persönlich da sein kann, und ich zeige denen einfach alles, so, keine Ahnung, wo, ja, weiß nicht, wo der Schalter für was auch immer ist. Du läufst durch die Wohnung und zeigst das ein bisschen so. Zeigt in die Wohnung, ich stelle mich vor, ich will das sympathisch zu machen und sowas. Und das lade ich dann halt bei YouTube hoch als nicht gelistetes Video. Dementsprechend die Leute, du kannst eben auch einstellen, ob die Leute die Views sehen oder eben nicht. Ne? Dann wirkt es so, als hätte ich es extra für sie aufgenommen, weil ich jetzt leider kurzfristig nicht persönlich da sein kann. Und den Link bekommen sie dann eben auch in einer völlig automatisierten, nach Zeitraum sowieso abgeschickten E-Mail. Das heißt, ich muss noch nicht mal den Link nehmen und den rüberschicken und sagen, hey, schau dir das Video an, weil ich das alles einmal festgelegt habe. Dann, am Tag danach, wird von dem Tool gefragt, hey, ich hoffe, mit dem Check-in hat alles geklappt und so, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann. Ich wünsche dir ein paar schöne Tage hier und da. Ne? Und dann einen Tag vor Check-out erinnere ich nochmal nett an die Check-out-Zeit. Und 2 Tage nach Abreise frage ich dann nach einer positiven Bewertung und hoffe, dass sie eine gute Heimreise hatten und sowas. Alles total nett gewordet und sowas alles. Okay. Und habe dann halt für die gesamte Kommunikation, wenn nicht irgendeine Frage kommt, die nicht mittlerweile durch eine Vorlage von meinen Nachrichten-Templates abgedeckt ist, keine einzige Minute mit Kommunikation mit dem Gast verbracht. Und alles ist automatisiert. Und der Kunde fühlt sich richtig gut betreut. Und deshalb bekomme ich dann ja in der Regel auch die positiven Bewertungen. Ja. Und wie machst du es mit dem Schlüssel, mit Passwörtern oder wie läuft das ab? Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Also wenn es jetzt zum Beispiel wie in Thailand so ein Service Department ist, dann hast du bei den Gebäuden eigentlich fast immer einen Pförtner. Mhm. Ne? Und die Rezeption mal 24 Stunden besetzt, dann kann das eben so auch laufen. Mhm. Jetzt auf Bali zum Beispiel läuft das Ganze anders. Da ist es eben, weil die Leute eben in der Regel mehr Geld ausgeben, weil es eben Villen sind, beziehungsweise das, was ich dann an Airbnb da mache, sind dann eben Villengebäude. Da allerdings mit einem Partner. Und das Ding ist, da hat man dann eben einen persönlichen Ansprechpartner. Und die Leute erwarten mittlerweile auf Bali so ein Airport-Pickup und dass jemand sie ins Haus lässt und sowas alles. Aber das ist dann eben auch gar nicht so schwierig, jemanden zu haben, der, weil alle auf Bali irgendwie im Tourismus arbeiten, weil die eben kaum eigene haben und sowas, ne? Abgesehen von Möbelherstellung und sowas, was dann natürlich auch praktisch ist, wenn man die Häuser auch einrichten muss.
Jeder kennt immer jemanden, der Fahrer ist, der wie sagt man, der kennt einfach einen, der sich um alles kümmert. Jeder macht alles. Klempner oder sonst was. Ja, okay. Jeder ist halt irgendwie mit Housing für Touristen affiliated. Boah, ich kann gar kein Deutsch mehr. die ganze Zeit nur Anglizismen und so. Nee. Jedenfalls hat man da dann manchmal einfach einen Ansprechpartner, der es persönlich macht. In Deutschland wiederum, was sehr, sehr gut funktioniert, sind eben automatische Schlösser. Zum Beispiel gibt es eine Firma in Deutschland, die heißt Nuki, N-U-K. Ah, ja. Und da kann man dann zum Beispiel auch, ohne dass die Nachbarn das jetzt irgendwie merken oder sowas, weil das natürlich auch manchmal je nach Haus irgendwie Konfliktpotenzial bürgen könnte, dass du dann nicht, wie bei vielen anderen Smart Locks, draußen jetzt irgendwie so ein Tastenfeld, was irgendwie Fragen aufwirft, sondern auf der Innenseite der Wohnung hast du nur so einen kleinen Schließzylinder. Und den kannst du dann halt steuern, sogar mit Smartphone-App oder sonst was. Kannst aber trotzdem noch einen separaten Schlüssel verwenden, wenn du das möchtest. Mhm. Und kannst Freigaben an Handys von anderen Leuten schicken, theoretisch. Ne? Ja, ja. Da gibt es verschiedenste Anbieter von diesen Smartlocks. Ich könnte auf Bali setzen und sagen, okay, ich gebe jetzt an die und die Telefonnummer eine Freigabe, die Telefonnummer vom Gast, und das Schloss erkennt den Gast, der ankommt, und öffnet die Tür. Automatisch auf. Geht es auch mit dem Smart B&B, dass es automatisch zugeteilt wird, oder musst du es selber machen? Wie meinst du automatisch zugeteilt wird? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Apartment bei dir buche und da ist ein Nuki drin, kriege ich dann automatisch einen Zugang, oder musst du da was machen? Nuki hat eine eigene App, ja. Und Nuki verschickt dann quasi den Zugangscode in einer separaten E-Mail an den Gast. Aber das Nuki, das wird automatisiert gemacht. Das wird auch automatisiert gemacht. Ja. Und dann kann man auch einstellen, dass sich bei Nuki zum Beispiel permanent der Zugangscode eben auch ändert, damit der Gast von vorher nicht jetzt irgendwie, warum auch immer, sagen kann, ich gehe jetzt einfach wieder in die Wohnung bei der Geburtstag. Okay. Ja. Und das ist halt meiner Meinung nach besser, als wenn man jetzt so ein Schlüsseltresor hat, wie viele Leute machen so eine kleine Box irgendwie an die Tür. Aber das Problem dabei ist, wenn du auf der anderen Seite der Welt bist, du hast keinerlei Kontrolle darüber, ob der Gast nicht vielleicht vergisst, den Schlüssel zurück ins Fach zu tun. Ne, deshalb eine digitale Lösung ist da auf jeden Fall besser. Dann ist natürlich auch okay. Ja. Und was halt trotzdem auch von vielen Leuten gemacht wird, ist die Nutzung von sogenannten Key Cafés. Ne? Es gibt eben auch mehr und mehr Key Cafés, wie Hotspot ist zum Beispiel eine Marke, ist ein Startup aus Europa, die in ganz Europa, in den Metropolen, wie so kleine Kiosks haben, beziehungsweise es sind Kiosks, die sich die Lizenz besorgen, genau wie für DPD oder Hermes oder sowas, und halt für jede Transaktion ein bisschen was verdienen. Mhm. Und die sagen quasi, wir nehmen Gegenstände an, das ist nicht nur rein für Schlüssel, sondern du kannst da alles Mögliche hinterlegen. Und dann bekommst du einen Transaktionscode, den Transaktionscode kannst du dem Gast schicken, der Gast geht hinterher in dieses Kiosk, du sagst einfach, das ist 3 Minuten von der Wohnung weg, in Straße XY, geh da hin, zeig den Code, und dann bekommst du den Schlüssel ausgehändigt. Und dann gibst du den einfach nach Checkout genau da wieder ab. Also für die Schlüsselübergabe gibt es multiple Lösungen, und das sind immer noch nicht alle. Da kann man sich ziemlich drin verlieren. Und eine Sache noch, wenn man jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Leute auch in die Haustür überhaupt reinkommen und nicht nur die Schlüssellösung fürs Apartment haben. Und da gibt es eine andere Firma, die heißt Nello, N-E-L-L-O, und die haben quasi so ein kleines Device, eine kleine minimale schwarze Box, die kannst du an eine Gegensprechanlage machen. Ist kompatibel mit fast allen gängigen Gegensprechanlagen, die uralt sind. Und da funktioniert das Prinzip genauso wie mit Nuki, dass du theoretisch auch per App aufmachen kannst, oder du kannst ein Zeitfenster einstellen. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie, du bist bei der Arbeit, wenn es gar nicht mit Airbnb zu tun hat, erwartest ein Amazon-Paket. Und sobald jemand bei dir klingelt, geht nur die Haustür auf, dass der Postbote was reinschmeißen kann und sowas. Die Leute kommen ja dann trotzdem nicht in die Wohnung. Ne? Und das ist echt krass, was es mittlerweile heute alles findet. Wir haben das, Nello, hier bei uns. Ah, cool. Schwierigkeit, die ich da immer habe, wenn halt ein Mieter abschließt. Ja. Unten. Ja, stimmt. Ja, dann denke ich mir, okay, ich nehme keinen Schlüssel mit, ich gehe jetzt noch raus, komme ich heim, will aufmachen, und dann geht's halt nicht. Dann ist 1 Uhr nachts oder so, dann stehst du draußen, muss irgendjemand wach klingeln. Ja, das kommt auch ein bisschen auf die Gegend an, glaube ich, wo man das macht. In manchen Regionen Deutschlands ist es noch total üblich, dass Leute halt nachts immer die Haustür abschließen. Ja. Ja, das kenne ich jetzt hier von mir nicht.
So, ja, aber das ist auf jeden Fall ein Problem. Aber dann, wenn du weißt, dass es üblich ist, dann musst du eben zu einer der anderen Lösungen greifen. Ja, ja, klar. Da gibt es immer eine Möglichkeit. Das ist ja das Tolle. Ja. Und du hast ja gerade schon gesagt, du machst gerne auch was mit Kunst in deinen Wohnungen. Und ich sehe gerade, für diejenigen, die jetzt hier gerade auf YouTube zuschauen, die sehen es, die im Podcast, die hören es leider nur. Aber wir, da hinten dran ist so eine schöne Weltkarte. Mit ja, das ist so eine Pin-World, nennt die sich. Da kann man dann immer so schön, die ist so aus Filz. Und das sind überall vermietete Wohnungen bei den Pins, oder? Nein, noch nicht. Das sind Pins von wo ich war bisher. Ja. Ah, okay. Das ist schon einiges, doch? Bitte? Das ist schon einiges, auf jeden Fall. Wie viele Mieter übernachten heute Nacht bei dir insgesamt? Heute sind es 3 nur. Ja. Okay. Aber das Ding ist, jetzt zum Beispiel, ich habe dir ja erzählt, dass ich eben auch einen Kurs zur SEO-Mastery gemacht habe. Der ist letztes Jahr im Mai rausgekommen und das hat voll die Wellen geschlagen und ich war in so vielen Podcasts und auf so vielen Konferenzen und so, dass der Ansturm so groß war, dass ich nicht mal annähernd so schnell mit Wohnungen nachgekommen bin, wie ich mir gewünscht habe. Und habe dann halt ein bisschen zu einer Abwandlung dieses Businessmodells noch geswitcht parallel, um trotzdem weiter das Ganze aufbauen zu können. Und zwar habe ich dann halt immer, wenn ich jetzt, oder das mache ich generell, wenn ich jetzt wieder in einer neuen Airbnb bin, weil ich gerade irgendwo anderweitig unterkomme, dass ich dann, in der Regel lernt man ja die Hosts kennen und dass ich dann mit denen darüber spreche, was ich so mache und die sind halt immer total hellhörig und denen dann halt sage, nicht, dass ich einen Online-Kurs habe, sondern dass ich hier nur so ein bisschen anteaser, was es alles für Möglichkeiten gibt und dass ich halt Experte auf dem Gebiet bin, bla bla bla. Ihr könnt mich googeln, Google was, Marami Airbnb, dann finden die haufenweise Info und deshalb hat man diese Referenz. Ja. Und das macht quasi mit den Partnern, weil du kannst halt bei Airbnb auf der Plattform, die haben ja diese Co-Host-Funktion. Mhm. Und kann mich als Co-Host setzen. Ich habe kompletten Zugriff auf das Listing. Ich optimiere alles. Ich setze die ganzen Automatismen auf mit den ganzen Tools, mit denen ich arbeite. Nehme denen die Arbeit ab. Ich sage denen quasi, ich sorge dafür, dass ihr mehr verdient, weniger Arbeit habt, aber dafür möchte ich eine fortlaufende Beteiligung. Und das kann man eben prozentual splitten im Backend von Airbnb. Ah. So partnere ich halt mit mehr und mehr Hosts, ohne dass ich überhaupt selbst einen Mietvertrag unterschreiben muss, ohne dass ich mich in den jeweiligen Namen darum kümmern muss, wie ich das jetzt rechtlich aufsetze, ob ich dafür eine Firma brauche oder sonst was. Ne? Und habe so eigentlich ein reines Dienstleistungsbusiness, das ich aber in der Regel selber gar nicht mehr für die umsetze, sondern eben mit VAs, die ich eben dazu geschult habe. Letzten Endes, ich mache so den Erstkontakt, wenn ich in der Airbnb bin, Interesse haben, sage ich denen, okay, wir setzen das auf, ne? Kann man einen Vertrag aufsetzen zu so und so viel Prozent, fortlaufend oder Mindestdauer. Und dann kann das Ganze eben entsprechend von VAs, die ich dafür eben nutze, umgesetzt werden. Hört sich geil an, auf jeden Fall cool. Und du mietest immer, willst du irgendwann mal in die Richtung noch gehen kaufen, so dass du zum Beispiel eine Wohnung kaufst und dann relativ zügig runtertilgen kannst durch deine krassen Mieten, oder? Ja, das ist ein super spannender Aspekt eigentlich. Also zum einen muss ich sagen, dadurch, dass ich mehr in Deutschland wohne und keinen festen Wohnsitz irgendwo habe, bei den meisten Ländern hat man halt sowas wie eine Meldepflicht gar nicht, das in Deutschland wirklich. Weil in den meisten Ländern bin ich eben auch selber nur mit einem 3-monatigen Touristenvisum. Mhm. Und so kommt es halt immer, wenn 3 Monate vorbei sind, quasi immer so Roman, so, ne? So Thailand, Bali, dann kann ich auf die andere Seite nach Lateinamerika, ne? Und mache dann immer 3 Monate. Der Nachteil dabei ist, wenn du nirgendwo fest wohnst, bekommst du auch keine Kredite von der Bank. Ah, okay. Ne? Da kann ich so keine Finanzierung machen. Aber es gibt eben eine Software, die heißt RDNA und die guckt dir total krass detaillierte Reports aus zu, wie profitabel, also im Vorfeld kannst du schon abschätzen, wie profitabel eine Airbnb-Vermietung in deiner Region sein wird. Du kannst quasi die Adresse des Objektes eingeben, das ist so ein Feature, das nennt sich Rentalizer, und der sagt dir, dass basierend auf so und so einer Auslastung du voraussichtlich so und so viel damit verdienen wirst. Das ist unglaublich. Du kannst dir alle anderen Airbnb-Hosts aus deiner Region anzeigen lassen. Du siehst, die verdienen alles. Das ist der absolute Wahnsinn. Und so kannst du natürlich diese akribischen Daten theoretisch auch nutzen, nicht für eine klassische Immobilienfinanzierung, sondern für einen Businessplan gewissermaßen. Ne? Einen Businessplan, den man eben damit bespickst. Und dann sehen die bei der Bank natürlich, okay, das macht Sinn und der Typ weiß, wovon er redet. Und so kann ich dann halt Immobilien finanzieren, die ich im Schnitt, zumindest nach meiner Methode, dadurch, dass ich 3-mal so viel an Miete verdiene wie reguläre Vermieter, einfach 3-mal so schnell einen Immobilienkredit tilgen kann. Geil. Ist es in meinem Fall so, dass ich da eben nach anderen Möglichkeiten schaue, weil ich eben in der Regel keine Finanzierungskredite bekomme. Aber zum Beispiel gibt es... Auch in Deutschland nicht? Nein.
ich bin halt nicht mehr hier wohnhaft. Ne? So, es gibt aber trotzdem, wenn man sich mit internationalen anderen Unternehmern immer kurz schließt und schaut, was die so machen, man kriegt immer irgendwie coole Ideen zugetragen. Und so ist es zum Beispiel so, dass in, was war es jetzt, Georgien oder Bulgarien, ich weiß gerade nicht, ich verwechsel die zwei immer, es gibt eine Stadt, die heißt Batumi, das soll so das neue europäische Dubai werden. Und da ziehen die haufenweise Wolkenkratzer und sowas alles hoch. Und da kannst du nur mit deinem Reisepass, ohne jegliche Referenz und nur nach 5.000 Euro Anzahlung, kannst du da Immobilien finanzieren. Okay. Ja? Weil letzten Endes sagen die, okay, wenn der Typ jetzt nicht zahlt, dann behalten wir halt einfach die 5.000. Die Immobilien, die stehen halt schon. Ja. Ja? Das sind so quasi wie große Hotelanlagen, muss ich das vorstellen, mit tollen Apartments. Und die brauchen natürlich jetzt so die Finanzierungen. Und letzten Endes ist das Ganze halt alles nichtig, wenn du nicht weiter zahlst. Aber da die Sachen schon da stehen, bedarf es halt nur dieser 5.000 Euro Anzahlung. Muss natürlich vor Ort sein, einmalig. Und eine Kopie von einem Reisepass. Und das reicht dann tatsächlich schon, um da Immobilien zu finanzieren. Oder zum Beispiel in Bansko, das ist ein Skigebiet. Mhm. Mehr und mehr digitale Nomaden, auch hier Lebenshaltungskosten sind sehr, sehr günstig, aber es ist eben ein Skigebiet, saisonal natürlich, aber sehr, sehr schön. Und da kannst du Immobilien kaufen, Apartments, so Zwei-Zimmer-Apartments für 15.000 Euro. Ne? Okay. Deshalb, da kann man dann halt echt überlegen, baue ich mir auf diese Art und Weise Immobilien auf, die ich dann trotzdem halt sehr, sehr gewinnbringend vermieten kann, weil es da... Bitte? Für 15.000, was du gesagt hast, wo ist das genau? Wie heißt es? Bansko, Bansko. Das muss ich mal anschauen. Das ist in Bulgarien. Okay. Ja. Und da gibt es halt mehr und mehr Tourismus und dementsprechend, wenn... Das Ding ist ja, die Leute fragen mich immer, ja, was machst du denn jetzt in Monaten, wenn Airbnb nicht so gut läuft oder wenn es zu saisonal ist, wenn du es an einem saisonalen Ort machst. Mhm. Das Ding ist, dadurch, dass der Großteil der Leute sich mit Airbnb nicht wirklich auskennt, die meisten machen es ja so, ich habe eine Bude, ich mache jetzt mit dem Handy ein paar halbherzige Fotos, packe das online, see what happens. Ohne Struktur, ohne alles. Wenn ich aber dafür sorge, und das ist, ich kann halt mein Listing in der Regel bisher in so ziemlich jeder Stadt innerhalb von 2 Wochen auf die ersten Suchergebnisse katapultieren. Und selbst wenn es wenig Tourismus gibt, weil es saisonal ist, kommen sie zu dir. Some tourism is always there. Du hast immer ein paar Touristen. Und wenn du weit oben in den Suchergebnissen bist, dann wird deins eben auch gebucht, wenn es gerade nicht saisonal ist. Ja, okay. Und habe ich halt selten mit Leerstand zu kämpfen. Das hört sich gut an. Ich habe jetzt noch eine Idee für dich, wie du im Ausland finanzieren kannst. Mit Finanzierung habe ich immer so ein paar kreative Ideen. Ja. Und zwar, du kannst dir in Deutschland eine GmbH gründen. Mhm. Mit der GmbH kaufst du eine Immobilie, wenn du es nicht finanziert bekommst, Cash halt, musst du ein bisschen sparen und nimmst halt eine günstige Immobilie in einer gut frequenten touristischen Stadt. Berlin, weiß nicht, geht's glaube ich nicht so einfach mit Airbnb, da bist du dann der Experte. Muss eine Location finden, bei der es geht, halt rechtlich. Und dann vermietet die halt einfach heftig und dann lass sie neu bewerten anhand von den neuen Erträgen, die du erwirtschaftest. Mhm. Und dann kannst du dir ein Dispo-Konto einräumen lassen auf Grund der einen Immobilie. Das heißt, du gibst halt die Immobilie als Sicherheit, sagen wir mal, die ist es nach der Neubewertung 100.000. Dann gibst du die einen als Sicherheit und machst noch einen Dispo-Kredit auf die GmbH, die ist ja in Deutschland. Dann kriegst du vielleicht 200 Kreditrahmen und zur freien Verfügung halt. Und dann kannst du mit dem Geld im Ausland einfach Cash kaufen und hast quasi in Deutschland was besichert. Die Problematik dabei ist jetzt aus meiner Perspektive, ja, halt, viel dafür getan habe, um aus Deutschland wegzukommen in Hinsicht auf Steuerfreiheit von Deutschland. Ja, dann hängst du wieder drin. Ne? Ja, ja. Deshalb, das, was ich eben an Steuern spare, ne, das kann ich, glaube ich, einfach viel, viel besser investieren in verschiedenste Dinge, die gewisse Renditen abwerfen, als wenn ich jetzt eben anfange, mir in Deutschland was aufzubauen, das letzten Endes mich steuerlich eben auch wieder wohnhaft gewissermaßen macht. Oder steuerpflichtig macht in Deutschland. Aber so oder so, es gibt auf jeden Fall verschiedenste Optionen, auch so Sachen wie das in Georgien und in Bulgarien und sowas. Das sind auch keine Ausnahmen. Ne? Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten, solche Dinge zu machen. Und selbst auf Bali gibt es Möglichkeiten, sowas zu finanzieren. Ne? Oder zum Beispiel auch
Häuser, also fertige Villen zu leasen gewissermaßen, weil du auf Bali kein Eigentum besitzen darfst, also kein Land. Deshalb, du pachtest das Land und viele Firmen dort haben sich darauf spezialisiert, schon fertige Villen quasi so auf 20 Jahre zu vermieten. Mhm. Und dann zahlst du halt für eine Villa irgendwie mit 3 Schlafzimmern und Pool und allem drum und dran. Und das gibt es in verschiedenen Ländern. Das heißt dann so deine 600 Euro im Monat oder sowas. Kannst damit aber halt über Airbnb deine 2 bis 3K im Monat machen. Ne? Und deshalb, das sind eben auch interessante Konzepte, nur dass dir dann halt nach 20, 30 Jahren das Objekt nicht gehört. Aber dafür hast du es eine ganze Weile ziemlich gut gemolken. Ja, klar. Und so ein Apartment-Building komplett? Wie schaut es mit sowas aus? Sowas zu kaufen? Ja, im Ausland halt, anstatt eine Villa, jetzt zum Beispiel in Bali, so ein Apartment-Haus, wo 30 Wohnungen drin sind oder so. Macht natürlich an für sich Sinn, aber ist halt auch wieder schwierig, je nachdem. Es hängt vom Land ab. Ne? In Thailand kannst du kein Land kaufen und in Bali kannst du auch kein Land kaufen zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt ja haufenweise Länder, in denen du das machen kannst. Ich war jetzt kürzlich in Brasilien, habe da jetzt angefangen, was aufzusetzen. Da kannst du aber da kannst du zum Beispiel kaufen. Ne? Aber Brasilien ist relativ teuer, auch wenn es viele Leute nicht erwarten würden. Ja. Ja, deshalb, das Meet-Game, ich finde das wunderbar, weil du so eben einfach kein großes Kapital vonnöten hast und trotzdem nach spätestens einem halben Jahr dein Investment drin hast und dann einfach viel größeren Cashflow hast, als wenn du jetzt dich auf den Kauf eines Objektes spezialisierst. Da habe ich einen getroffen in Costa Rica letztes Jahr im November, waren wir da. Mhm. Das war ein Brasilianer, der war mit seiner Frau, mit seinem Kind in Costa Rica für ein Jahr surfen. Ein Jahr. Der hat in Brasilien, in irgendeiner großen Stadt, ich weiß es nicht genau mehr in welcher, hat das sein Haus einfach vermietet für $1,000. Mhm. Da habe ich mir schon gedacht, krass, das ist schon teuer so. Und das reicht halt in Costa Rica, wenn du da langfristig was mietest, kannst du für $1,000, kannst schon Essen, Wohnung, alles finanzieren. So ein Low-Budget-Lifestyle reicht das auf jeden Fall. Eben auch in sehr, sehr schlechtem Zustand, weil das oft einfach über Generationen vererbt wird. Ja. Und wir hatten ja jetzt vor 2 Jahren so einen riesengroßen Korruptionsskandal und die Wirtschaft hat darunter gelitten. Und die Leute, die diese Häuser geerbt haben oder Apartments geerbt haben, die haben in der Regel nicht das Geld, um die Apartments zu modernisieren. Und die sind einfach in die Jahre gekommen und in schlechtem Zustand. Und deshalb, da zu kaufen, ist halt Wahnsinn, weil du musst so viel Geld da reinstecken, um es wieder herzustellen, sag ich mal, dass es schön ist oder modern ist. Und die Preise sind einfach viel zu hoch. Zumindest in Rio ist das der Fall. Du kommst ja viel rum. Wo sind die Preise am billigsten aktuell, wo du sagst, es ist komplett unterbewertet, so Faktor 3 oder mehr? Teile von Osteuropa und auf jeden Fall Asien nach wie vor. Also Asien, da ist einfach das Verhältnis von dem, was möglich ist und dem, was du zu bezahlen hast, wahnsinnig. Und auch Teile in Lateinamerika, jetzt zum Beispiel Bolivien, die Stadt La Paz ist schon ziemlich touristisch, aber Bolivien ist das günstigste Land in Lateinamerika. Ne? Da kannst du halt, ich kenne jemanden, der dort lebt seit vielen Jahren und der macht im Monat so seine 1000 Euro und der lebt quasi, der hat zum Beispiel immer so Gelegenheitsjobs in Deutschland, wo er seine für einen Monat 3000 Euro bekommt. Dann nimmt er das Geld zurück und meint, ich kann von den 3000 Euro kann ich ein Jahr lang in Bolivien mit meiner Familie leben. Mit meiner Familie. Ja, 2 Kinder. Ne? Also Bolivien ist halt echt krass. Es kann eigentlich nur teurer werden, meinst du? Natürlich. Ja, es gibt ganz, ganz viele Orte, an denen man das machen kann. Und glücklicherweise durch diese Software RDNA kann ich jetzt auch, wenn ich auf die Schnapsidee komme, zu sagen, hey, ich, keine Ahnung, drehe jetzt den Globus und tipp irgendwo drauf und dann kommt jetzt meinetwegen Honduras oder sowas. Kauf mir halt den Report für eine gewisse Stadt. Ne? Man muss dann eben für den Report immer bezahlen. Und dann sehe ich halt im Vorfeld, ohne dass ich da jetzt hinfliegen muss oder sonst was, was das voraussichtlich mir einbringen kann. Ja. Alles klar. Das ist schon ein geiles Geschäftsmodell auf jeden Fall. Hört sich sehr interessant an. Gerade auch für junge Investoren, die halt Schwierigkeiten haben mit Eigenkapital. Gerade am Anfang in Deutschland muss man ja immer Eigenkapital auf den Tisch klatschen. Wenn du dann nach Asien gehst und einfach so einen Mietvertrag unterschreibst, weil du Europäer bist, easy. Natürlich, ich muss dazu sagen, natürlich ist es wichtig, dass, also meiner Meinung nach, sollte man es nicht hinter dem Rücken des Vermieters machen. Sondern offen drüber sprechen einfach. Auf jeden Fall, aber wie gesagt, halt nicht auf die Art und Weise, hey, ich will jetzt hier Geld verdienen mit deinem Apartment, sondern man muss das Ganze eben auch ein bisschen verkaufen. Ne? Und sei es dann letzten Endes, dass man sagt, okay, ich bin bereit, ein bisschen mehr Kaution oder ein bisschen mehr Miete zu zahlen, weil du weißt, dass es für dich halt trotzdem noch profitabel ist. Ne? Mhm.
Und ich habe auch einmal halt mit einem Vermieter gepartnert, der dann halt quasi einfach auch seinen Share bekommen hat von den Vermietungen. Und sowas kann natürlich dann in letzter Instanz, wenn du den anderweitig nicht überzeugen kannst, halt trotzdem noch ein Modell sein. Wenn du weißt, dass es für dich letzten Endes trotzdem profitabel ist, warum nicht? Selbst im Airbnb-Game gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das Ganze gut aufzusetzen. Und ja, ich habe da ja diese Facebook-Gruppe, die zu dem Kurs gehört, da sind mittlerweile über, ich glaube, gestern habe ich geschaut, über 670 Leute drin, die halt alle diesen Kurs machen. Und die posten da jeden Tag, posten die Leute ihre Listings, hey, ich bin jetzt online, ich habe schon die erste Buchung, dies, das oder andere, die sagen, ich habe jetzt meine vierte Wohnung schon online und ich habe den Kurs erst letztes Jahr rausgebracht. Ne? Was ist der Rekord? Wer hat die meisten Wohnungen online? Ich glaube, vier ist jetzt gerade das Höchste, aber das liegt eben auch daran, dass es, ich habe ja erst im Mai den Kurs rausgebracht. Ja, okay. Treffen wir uns nochmal in einem Jahr zum Interview, dann sind es wahrscheinlich beim Leader 400. Kann echt sein, weil wenn du einmal gelernt hast, du lernst ja eben auch viel beim Aufsetzen. Ne? Ich habe den Kurs so als Case Study aufgebaut, an dem ersten Apartment in Thailand, ich habe es alles dokumentiert, so ein bisschen Vlog-Style auch. Ne? Also ich gehe quasi mit den Leuten in den Einrichtungsmarkt und zeige ihnen, was ich alles kaufe und dies, das, zeige den Apartment vorher, nachher, dann ganz, ganz viele Screen-Recordings, wo ich die ganzen Tools vorstelle, die Einstellungen, alles. Ne? Das sind 10 Stunden Material, 14 Module. Und dachte, dass es einfach am praktischsten ist, das halt wirklich zu zeigen anhand eines Objektes. Und trotzdem sind natürlich nicht alle Orte gleich. Ne? Und nicht jeder, da sind viele Konstanten, ich kann kein Deutsch mehr. Variablen. Variablen, danke schön. Viele Variablen drin, weil auch nicht jeder Vermieter gleich ist. Ne? Und dementsprechend lernen die Leute natürlich auch viel, wenn sie es erstmal dann in die Praxis bringen. Und es funktioniert dennoch halt für die Leute unglaublich gut und ich bin sehr, sehr stolz auf das ganze Feedback halt in der Gruppe und wie viele von denen das tatsächlich auch aktiv umsetzen. Ja. Nicht schlecht. Alles klar, dann werden wir die auf jeden Fall mal verlinken, die Gruppe und deinen Kurs unter dem Video oder in den Shownotes vom Podcast. Dir vielen Dank, Bastian. Willst du noch abschließend irgendwas mit auf den Weg geben? Weil ich denke, die Zuhörer sind jetzt auf jeden Fall ready, um durchzustarten. Ja, ich persönlich denke, dass wir einfach ein großartiges Timing haben, weil die meisten Leute kennen Airbnb und viele Leute nutzen es, aber die wenigsten Leute denken darüber nach, selber zum Gastgeber zu werden. Und dadurch, dass diese Plattform schon automatisch so viel Traffic hat und immer beliebter wird, ist es so, dass dadurch, dass so viele Leute einfach gar nicht wissen, was sie auf dieser Plattform als Host wirklich machen, man sich momentan so fast wie Goldgräberstimmungszeiten da nach oben katapultieren kann. Und insbesondere auch außerhalb von europäischen Touristenmetropolen, wenn man jetzt wirklich sich denkt, okay, ich möchte einen internationalen Lifestyle haben und so. Letzten Endes ist es so möglich, nie wieder irgendwo Miete zu zahlen, sich aber überall theoretisch die Miete leisten zu können. Ja, weil dadurch, dass ich eben selber nur einige Zeit vor Ort bin und den Rest des Jahres vermiete, habe ich eben nach einigen Monaten, nach 4 Monaten, 5 Monaten, kann ich dann entscheiden, weil ich ab da break-even bin, wohne ich jetzt einfach umsonst in einer Villa in Costa Rica, ja, oder vermiete ich jetzt und schreibe jetzt schwarze Zahlen. Aber letzten Endes ist es eben auch ein ziemlich geiler Lifestyle-Aspekt, dass man so buchstäblich überall in der Welt zu Hause sein kann und damit sich zeitgleich ein ziemlich lukratives Business aufbaut. Hört sich geil an. Dann bedanke ich mich bei dir für die Infos, für die wertvollen und wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim Ausbau deines Geschäftsmodells und dass nächstes Jahr bei jedem roten Punkt eine Wohnung von dir vermietet ist an der Wand. Das hoffe ich auch. Danke vielmals und danke an alle Zuhörer. Bis dann.